Fußballfreunde, aufgepasst, Rätseltime, wir erraten heute Fußball-Club-Logos und wir haben nicht viel Zeit dafür. Das erste ist Manchester United, die Red Devils, Manchester das ist United klar. Ist jawohl, wir haben das erste richtig und Freunde, ihr macht sicher mit mir. Für jedes, das ich falsch habe, sollte er sich hier bei der Chili wassen. Das ist Real Madrid, das zweite. Junge, Real Madrid. Hier nicht zu viel Zeit verlieren, denn das kann ganz, ganz böse ausgehen. Das dritte, das ist schon knifflig. Weiß das jeder von euch? Juventus Turin natürlich. Und die Chili, die kann ich hier mal einfach nur schwingen bisher. Junge, guck mal, wie ich die Chili hier schwinge. Alter Schwede, das sieht gut aus. Oh, jetzt ist sie weg. Das nächste Logo gehört den Münchner Bayern. Die könnten morgen vielleicht noch Bundesligameister werden. Sieht aber aktuell eher nach Borussia Dortmund aus. Ich nehme das gerade am Tag vor dem Finale auf. Das ist der FC Barcelona vorm Saisonfinale in der Bundesliga. FC Barcelona, da hinten hängt das Trikot. Wäre natürlich auch blöd, wenn ich den nicht erkennen würde. Das ist der LFC, Liverpool Football Club. Ich lasse euch natürlich mitraten, aber ihr seid sicher Fußballexperten. Schreibt mir gerne euer Ergebnis nachher unten in die Kommentare. Und wir haben das nächste. Come on, ihr macht auch mit bei der Challenge. PSG. Und bitte, gell, auch nehmt euch zu Hause irgendwas Ekliges oder so. Und falls ihr eins falsch habt, müsst ihr eine kleine Bestrafung machen. So wird das ein Schuh draus. Das ist der FC Chelsea. 8 von 8. Ich bin hier aktuell noch auf super gutem Weg, aber ich hoffe, und das glaube ich aber, dass die Logos immer schwieriger werden. Das hier ist mal Manchester City. Aber zum Schluss werden die Dinger vermutlich fast schon unmöglich oder zumindest sehr, sehr knifflig. Guck mal. Das nächste, einfach nur die Kanone der Gunners von FC Arsenal. Hui, Arsenal London. Die ja auch jetzt Vizemeister in England wurden. Keine schlechte Saison gespielt und eine starke Leistung. Genauso wie der AC Mailand, die immerhin ins Champions League Halbfinale kommen konnten. Gut, auch dank Zlatan Ibrahimovic. Beim nächsten Verein lief es nicht so gut. Das ist der FC Sevilla aus Spanien. Auch eine schöne Stadt. FC. Also ich war noch nie in Sevilla, aber da hätte ich schon Bock drauf. Dann haben wir hier, Scudetto-Sieger in Italien, Napoli, SSC Neapel, jawollek. Freunde, guck mal kurz, 14. Frage, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch alle richtig oder schon einen Fehler? Schreibt's gerne in die Kommentare. Jetzt haben wir aber Ajax Amsterdam. Kommentiert am Ende vor allem, wie viele Ajax von den 45 Logos ihr am Ende richtig hattet. Ich glaube 45 sind's. Das war Ajax Amsterdam, ich hab's nicht gesagt, gut. Da muss ich mal abbeißen hier bei der Chili. Macht's jetzt nicht unbedingt gleich da. FC Porto. Oh, FC Porto. Habe ich auch nicht gesagt, Junge. Daher sind die Tottenham Hotspurs, Junge. Ich wusste die Logos, aber kommt. Ah, habt euch das erklärt? Das ist, oh mein Gott. Oh, das ist nämlich ganz schön scharf, das Ding. Dann haben wir hier Olympique Lyon Nummer 17. Boah, Digga. The correct answer is Olympique Lyon. Gott sei Dank habe ich hier die Milch. Kurz mal einen Schluck trinken. Atletico Madrid ist das nächste. Oh, ich leide. Atletico Madrid. Und dann haben wir die Mannschaft, die im Champions League Finale steht. Inter Mailand, nicht Manchester City. Inter Milan. Manchester City gesagt, Digga. Oh. Und die Mannschaft, der Erzfeind von meiner Lieblingsmannschaft. Das ist Borussia Dortmund hier. Borussia Dortmund, nicht der FC Schalke 04. Oh mein Gott, das Ding ist so scharf. Dann haben wir hier Sporting Lissabon. Yes, komm, Sporting gib mir. Lisbon. Ich brauche jetzt Power. Oh. Und ich will ehrlich gesagt nicht mehr von dem Ding abbeißen. Das ist der Villarreal Club Football. Villarreal. Das gelbe U-Boot auch genannt. Und dann die Zitzen der Römer. Die AS Roma oder AS Rom. AS Roma. Alter Verwalter, das ist auf der Zunge brennt, das so dermaßen. Verdammte Axt. Und dann haben wir hier Benfica Lissabon. Lacht nicht zu Hause, Benfica, ihr müsst auch eine Bestrafung machen, wenn ihr eins übersehen habt. Das ist auch klar. Nicht hier mich auslachen und mir hier lachen, weil ich Schmerzen habe. Das ist West Ham United. West Ham United ist. Ich kenne euch doch hier. Ja, gut. Würde ich genauso machen. Gönnt euch an meinem Schmerz. Oh, aber lasst auch gerne ein Sü auf dem Like-Button da. Jetzt haben wir die AS Monaco. AS Monaco. AS Monaco. Oh. Monaco. Oh. Und dann haben wir hier Celtic Glasgow müsste das sein. Das Logo ist Celtic. Jawohl. Oh, das Logo sieht komisch aus. Auch Panathinaikos Athen hat ein ähnliches Logo nämlich. Und das. Oh, das ist schon schwieriger. Geht's nach Brasilien? Das ist Flamengo. Komm, Flamengo. Yes, ich kenne mich doch aus im Fußball, ein bisschen zumindest, ein bisschen. Auch das ist kein leichtes Logo jetzt, das kennt sicher nicht jeder. Das ist Shakhtar Donetsk aus der Ukraine. Ist FC Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk, come on.
Das ist wieder leicht. Also wenn das, wenn die deutschen Freunde, wer das nicht kennt, Bayer Leverkusen, das, Bayer Leverkusen, der hat den Fußball nie geliebt, würde Rudi Völler sagen. Und dann haben wir hier den nächsten Club, der nicht aus der Bundesliga kommt. Das ist ein spanischer Verein, Betis Sevilla. Real Betis Sevilla. Und der Adler von Rom fliegt schon wieder hier. Lazio Rom, eigentlich ein richtig sickes Lazio Club-Logo, wenn man das mal so sieht mit dem Adler. Fällt mir gerade mal so auf. Also sieht eigentlich sehr unique vor allem. Sieht cool aus. Gut, aber Newcastle United hat halt Seepferdchen auf der Seite. Also das ist auch unique. Aber ich hab's richtig. Gib mal nochmal Gas jetzt. Weg mit dieser verdammten Chili, verdammte Axt. Das ist Dynamo Moskau. Dynamo Moskau. Nein, es ist Dynamo Kiew. Bin ich behindert? Oh, nein, 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 nein. Da darf ich schon wieder ein bisschen abbeißen. Mein Leiden nimmt kein Ende. Oh Gott, ich bin so lost. Das ist die OSC Lille. Losk Lille. Lille. Jawohl, Losk. Ich bin Losk. Ne, ich bin lost. Und da ACF, noch das alte Logo von der Fiorentina. AC Florenz. Ja, jawohl, Fiorentina. Komm, gib mir. Ja, mal einen Schluck Milch hier. Und dann haben wir hier den Aston Villa Football Club. Aston Villa. Komm, yes, yes. Wir sind auf einem guten Weg jetzt. Die Fledermäuse. Die Fledermäuse von Valencia. Auch die, ja, struggle in der Liga. Aber das ist eigentlich ein richtig cooler Verein. Und der letzte Spanische außerhalb der Big Three, der einen Titel gewonnen hat, glaube ich. Und das ist der RSC Anderlecht aus Belgien. Genau, belgischer Top-Club. So, rein da. Oh, das Gala-Logo sieht ohne Sterne komplett wild aus. Das ist Galatasaray Istanbul. Jawohl, oh mein Gott, es brennt so. Es brennt so. Und das ist Red Bull und mit einem Stern drüber muss das Red Bull Salzburg sein. Geht gar nicht anders. Kann nur Salzburg sein. Es ist Red Bull Salzburg. Und als nächstes haben wir Watford mit dem Elch vorne. Oder ich glaube, es ist ein Elch. Watford. Es ist Watford. Und mein Mund brennt wie Feuer. Boah. Jetzt heißt es durchziehen. FC Basel als nächstes. Die FC Nummer 43. Heiser. Und wir haben noch. Komm. Komm. Alter Schwede. Junge. Das brennt so dermaßen. Ihr könnt euch das. Ich weiß gar nicht warum. Ah, mein Mund brennt wie Feuer. Aber gut. Wir machen weiter. Und ich glaube, es sind 50 Logos. Atalanta Bergamo ist das nächste. Jawohl, Atalanta. Haben wir richtig. Come on. Rein da. Ich sag immer, wie bei diesem Club, sag ich auch immer. Droit au but. Keine Ahnung, was das heißt. Und ja, Französisch wahrscheinlich. Aber es ist Olympique Marseille. Come on. Haben wir richtig. Auch das Trikot hängt hier im Hintergrund von dem Verein, der VfB aus Stuttgart. Ich passe jetzt auf, dass ich das in der Zeit sage, damit ich muss ein bisschen aus dem... Junge, was mache ich hier? Ich muss hier ein bisschen aus dem Bild gehen, damit man das Trikot sieht. Bitte einmal hinzoomen. Und dann haben wir hier Leicester City, die Foxes. Leicester City. Foxes never quit, hieß es damals beim Meistertitel. Come on, jetzt ein guter Schlusssprint, Santos aus Brasilien, Santos FC. Santos yes, FC. Come on. Gib mir. Und dann haben wir, auch wieder ein interessantes Logo und eins der coolsten, wie ich finde, die Wolverhampton Wanderers. Einfach nur mit diesen Ecken und Kanten, Wanderers. Mit diesem Sechseck, finde ich richtig sick. Und dann haben wir, das ist schwer. Das ist das letzte, das ist Sparta Prag oder Slavia Prag. Aber ich glaube Sparta Prag und es ist Sparta Prag und alter Schwede, mein Mund brennt wie Feuer, aber ich habe jetzt fast alle richtig gehabt. Schreibt mir deinen Score gerne in die Kommentare. Und wenn dir dieses Quiz hier gefallen hat, wird dir auch das hier gefallen. Also hier klicken und jetzt gleich weitergucken. Süß.